Hallo Leute, Desorero hier. Willkommen zu einer neuen Folge Ike auf der Map The Valley halt. So, und hier ist der Tapejara. Schön, dass du dabei bist im Übrigen. Ich bin hier gerade unterwegs. Der Bronto war ja fertig und hier ist der Tapejara. Und den will ich... Da, 130. Den will ich versuchen zu zähmen. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen, weil ich nicht zu nah an den ran darf. Sonst haut der nämlich sofort ab. Nein. Mann, oh Mann. Was soll der das hier? Wo sind wir denn hier? Mal heilen, bitte. Kommt da gleich ein Raptor an. So. Okay. Irgendwo da ist der Tapejara. Jetzt muss ich ihn erst wiederfinden. Und dann muss ich eine Stelle finden, wo ich ihn... Warte, der ist jetzt nicht darüber geflogen, oder? Hab ich da drüben gerade einen fliegen gesehen? Nee, da fliegt noch irgendwas runter. Von wo ich an ihn rankomme. Ohne, dass mich irgendwas anderes stört und ohne, dass er abhaut. Ich will kurz mal einmal nochmal hier unten landen. Na, lande mal bitte. Einmal absteigen. Und dann nämlich gucken. Ich habe mir nämlich noch ein paar... na, große Pfeile mitgebracht. Jump. So. Von hier sehe ich ihn noch nicht. Also müssen wir uns woanders hinsetzen. Wo wir hoffentlich... Oh, hier ist so viel Bäume. Das ist ja unglaublich. Tapejara wird schwierig, weil der wird fliehen. Und zwar fliehen die relativ schnell. Das ist das Problem. Ich sehe gerade echt nicht, wo er ist. Und ich darf auch nicht so nahe ran, sonst flieht der nämlich schon vorher. Und ich hoffe, dass ich zumindest einen Schuss reinsetzen kann. Vielleicht einen zweiten, wenn er wegfliegt. Dazu muss ich nur erstmal wiederfinden. Da vorne ist er. Was ist das? Glowtail? Okay. Ich glaube, der greift mich nämlich an, wenn ich absteige. Was ist denn bitte ein Glowtail? Ich habe keine Ahnung. Noch nie gehört. Ich versuche uns hier mal ganz leise anzuschleichen. Wenn der Schneeulle hier überhaupt kein Thema ist. Das ist viel zu dicht hier. Ich sehe hier gar nichts. Aber nicht getroffen. Nicht getroffen. So, jetzt fliegt der, natürlich und die sind schnell. Ja, so, das heißt, wir müssen jetzt mal warten, bis der sich beruhigt hat. Und dann muss ich mir Plätzchen suchen, von wo ich aus hoffentlich rankomme. Naja, und es war dieses immer hin und her. Hin und her, hin und her. Versuchen wir es mal von hier. Sehe ich ihn hier? Da. Nee, nicht getroffen. Ah. Die können drehen auch immer genau in dem Moment ab, wo du schießt. Das ist, als ob die das ahnen. Genau, und jetzt fliegst du darüber, schon klar. Alles okay? Okay. Also wenn ich so weitermache, verschieße ich nur alle meine Pfeile.
und treffe den nicht. Oh, ist er da oben? Fallt mal alle runter da bitte. Du auch noch. Hallo? War das jetzt nicht geplant? So. Da ist er doch eigentlich. Das müsste doch. Ist der gerade genau um die Ecke geflogen? Ist der wirklich gerade genau um die Ecke geflogen? Ausdauer. Da vorne ist noch einer, aber der ist nur Level 85. Der ist echt gerade wirklich genau hier um die Ecke geflogen. Wo ist er denn? Da hinten. Das ist er. Hier mitten im Nirgendwo. Ach du liebes Güssengüte. Den treffe ich hier doch nie. Okay, wir müssen nur ihn versuchen irgendwie da an die Seite zu drängen. So, genau. Erschreck dich mal und flieg mal weg. Da unten ist noch einer. Level 95. 95 ist eigentlich auch nicht schlecht. Ah, der fliegt mir gerade viel zu hoch. So, alle runter da. Los. Kommt ihr hier auch runter? So. Jetzt ist der hier aber auch weg, oder? 95, da drüben ist er. Der andere? Der 130er? Morphodon. Ey, da oben. Da oben ist. Hast du überhaupt keine Chance? Kommst du überhaupt nicht ran? So, gucken wir mal, ob wir da rüber kriegen können. Hier schön außen vorbei. Und da oben irgendwo landen können, wo vielleicht nicht gleich alles auf mich losgeht. Beziehungsweise das einmal. Die ganze Zeit auf einer Stelle. Und dann schieße ich und in dem Moment fliegt er zur Seite. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Flinte trifft nicht. Wenn das so weitergeht, dann ist meine Munition aller, bevor ich hier auch nur in die Nähe irgendeines Tapajaras bekommen bin. Und einen Schuss getroffen habe. Das ist echt krass. Was kann man da machen? Ich frage mich echt, was man da machen kann. Also, die fliegen hier sonst wo. Weil sonst wo, mitten im Nirgendwo. Ich hätte doch so gern einen. Dann gucken wir mal, wo der hier ist. Da vorne ist der immer noch. Ich kriege mir den so da gegen die. So die Richtung gedrückt. Dass er so dahin fliegt. Was erschreckt dich?
genau. Flieg mal da lang. Da, wo ich irgendwo vielleicht auch in die Nähe komme. Da ist noch einer. Wo ich von unten eine Chance habe, ranzugehen. Level 20. Ja. Wenn ich den treffen würde, wäre das wahrscheinlich ein One-Hit. Ja, ich würde gerne lieber den da oben haben. Genau, so. Und jetzt muss ich, ohne den zu erschrecken, irgendwo da hinten rauf, weil es immer noch ganz schön weit weg ist. Oder sogar darüber. Der darf sich nicht erschrecken. Und dann muss ich gucken, dass ich den angeschossen kriege. So, wo ist er? Da ist er. Immer noch so weit weg. Nein. Ey, das ist Flugmuster auf Wien. Keine Ahnung was. Du weißt nie, in welche Richtung die abdrehen. Du vielleicht mal triffst. Oder die sich genau in dem Moment wieder wegdrehen. Ich kann ja schon fast versuchen, daneben zu schießen. Das Problem ist, es gibt mehr daneben als Treffer. Wartet mal, wo ist denn der andere? War doch irgendwo noch ein anderer. Der Level 20, der, oder? Der ist genauso weit weg. Er ist. Mann. Hätte ich das Quetzel nehmen sollen und das Ganze vom Rücken des Quetzels ausprobieren. Da habe ich zumindest die Chance. Nee, hat nicht getroffen. Wisst ihr was? Ich werde das mal machen. Ich werde mal das Quetzel holen. Weil ich glaube, mit dem Quetzel komme ich näher ran als das hier. Und dann kann ich mir auch gleich nochmal Narkose-Darts machen. Und dann sehen wir uns wieder und dann versuchen wir das nochmal. Ja, also bis gleich. Dauert jetzt allerdings für mich einen Moment. So Leute, da bin ich mit dem Quetzel wieder. Und jetzt müssen wir nur das Tapajara wieder in den Tapajara, den die, der das Tapajara wiederfinden. Da fliegt einer. Das müssen Level 100er. Okay, der ist neu. Hier jetzt noch gar nicht. Irgendwo muss ja aber noch der Level 130er sein. Richtig oder richtig? Das war irgendwo hier drüben, glaube ich. Die landen ja auch manchmal. Das ist so das, was es ein bisschen schwieriger macht. Ah, ich weiß noch nicht mehr genau. Da ist noch weiter hier drüben. Da ist ein Rocktrack. 45. Das ist Level 20. Ich glaube, es war irgendwie hier drüben, oder? Ja, bei dem Quetzler muss ich nur aufpassen, der hat bei weitem nicht so viel Ausdauer wie meine Schneeeule.
das hier drüben? Dann müsste ich den ja irgendwo sehen. Da oben. Da ist er. Gefunden. Okay, dann müssen wir jetzt erst nochmal kurz landen und Ausdauer regenerieren. Mal gucken, ob wir das da oben machen können oder ob uns da irgendwas stört. Und dann ist nämlich die Idee, dass ich mich ja, wenn das Quetzal anhält, quasi absteigen kann und auf dem Quetzal stehen bleibe. Und damit, mal deutlich näher an so ein hochfliegendes Tier rankomme, als vom Boden aus. Ja. So. Ich muss natürlich irgendwo aufpassen. Erstmal, wenn du fliehst, dann bitte in die Richtung. So. Und da, guckt mal, das ist doch ein ganz... Also auch wenn das jetzt ein bisschen gegen die Sonne ist. Na, das war natürlich trotzdem daneben. Oh, sehe ich gerade gar nichts. Ich sehe gerade nichts. Guck mal. Das ist krass, ey. Ich glaube, ich muss ein bisschen die Position ändern und ein bisschen hier rüber fliegen noch. Ich sehe gerade gar nichts. Ja. Das war doch direkt frontal, ey. Das gibt's nicht. Jetzt haben wir ihn einmal. So. Und jetzt hinterher. Wo ist er? Da drüben fliegt er. Sonst wo hoch, sonst wo weit weg. Das wird lustig. 1K Torpor, das ist ganz gut. Ich will versuchen, wenn ihn dann eher in Richtung meiner Basis zu lenken, dass er eher da runterkommt. Also eher da drüben hin. So, boah. Ich hoffe nur, ich falle hier nicht runter. Na? Ja, getroffen. Und weiter geht's. Wenn ich hier runterfalle, bin ich die Mause tot. Da vorne. Da ist er. Funktioniert deutlich besser. Hätte ich von Anfang an so machen sollen. Ja, so. Ach, man kommt einfach deutlich näher ran. Ja. Jetzt steht das Quetzal. Okay. Das Problem ist, dass ich es blendet hier wie Sau. Ne, jetzt nicht direkt davor fliegen. Das gibt's doch nicht. Getroffen. Nachladen und weiter geht's. Quetzal sieht gut aus. Wir sind extrem hoch hier gerade. Nein, jetzt wird es hier wolkig. So ein Mist, ey. Und hier sehe ich den Tapet. Dach, da ist er. Hab ihn wieder. Jetzt wird mir noch kalt, auch cool. Wir sind, glaube ich, gerade sonst wie hoch. Und ich hoffe nicht direkt über Wasser. Das wäre echt schade. Kalt müssen wir mal kurz ignorieren.
Mist. Sah so gut aus, der Schuss. Getroffen. Nachladen. Aber eigentlich könnte es sogar reichen. Ja. So, jetzt nicht ins Wasser fallen. Ich hoffe, da unten ist nichts. Aber ich glaube, hier ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle zum Runterkommen. Tapejara ist schon mal down. Wenn jetzt hier nichts in der Gegend ist und ihn angreift und ich ihn in Ruhe zähmen kann, wäre das sehr schön. Ja, ich glaube, das ist hier eine sehr ruhige Gegend. Hier war ja auch in der Nähe der Pronto, habe ich ein Stück weiter unten gezählt. So, wie sieht es denn aus mit... Da ist schon einer. Torpor ist gut. So. Das müssen wir wegpacken. Das müssen wir auch wegpacken. Das, was mache ich denn hier? Inventar öffnen, so, Benommenheit sinkt, ist klar. Food sinkt auch. Gesundheit hat er ziemlich gut. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Ich bin guter Dinge, dass das hier eine schöne Zähmung wird. 4100. Wir lassen den ein bisschen hungern. Das müssen wir machen. Ich habe dann nämlich hier gegrilltes Filet mit. Und der braucht laut dem hier 41, so viel habe ich nicht. Nee, ach Quatsch, das war gegrilltes Fleisch, falsch, gegrilltes Filet 14. Und es könnte, also ich glaube, das berücksichtigt halt nicht, dass ich das Taming draufgesetzt habe. Das heißt, das sollte sogar schneller gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Nahrung das hat. Deswegen lassen wir den auf jeden Fall noch ein bisschen hungern. Das mache ich jetzt aber im Off, also da. Das mache ich jetzt nicht so hier. Das sieht interessant aus. Was ist denn hier? Ein Spooky Pile? Ach stimmt, ja, ist ja dieses Event. Was macht man damit? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ha! Ich habe keine Ahnung. Wir packen uns erstmal ins Quetzel. Fallen lassen, übertragen. Kürbis. Bin ich hier auf dem Friedhof gelandet oder was? Kürbis. Gucken wir mal. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Sekunde. Was denn? Ich habe mich hier drin. Ich würde hier gerne mal die normalen reinpacken und das wieder raus. Damit ich nicht aus Versehen hier, falls irgendwas ankommt, das mit Narkosefallen beschieße oder Narkosedarts, sondern dann schon die richtigen nehme. So. Okay, ich wollte eigentlich ein Foto machen und dann hat mich dieser Grabstein abgelenkt. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob es hier noch mehr davon gibt. Hier hoch. Schön steil hier. Aber gerade nichts zu sehen. Keine weiteren Grabsteine. Okay. Dann lassen wir den. War hier ein. Sondern diese ganz kleinen, die so nervig sind. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir das hier erstmal. Und sehen uns dann wieder, wenn ich loslege und den Tapejara füttere. Das wird einen Moment noch dauern. Das brauchen wir jetzt nicht hier zeigen. Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und wir sind gerade nicht beim Tapejara, sondern ich suche gerade noch ein bisschen rum.
Ich habe noch mal ein paar mehr von diesen Rapssteinen und von diesen Kürbissen, Pumpkins, gefunden und habe mal nachgeguckt, was es damit auf sich hat. Das ist das 4E-Wolf-3-Event. Tada! Und ja, dann habe ich mal geguckt, was kann ich damit machen. Also die Kürbisse kann ich mit dekorieren oder mit ganz vielen anderen Sachen zusammen kann man an einem Obelisken, die es hier nicht gibt, aber dafür gibt es hier die Altare, einen Hut, einen Zauberhut beschwören. Ja, okay, gut. Ist vielleicht ganz nett, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht so das, wo ich denke, oh ja, das muss ich jetzt sofort unbedingt machen. Und die Gravestones, ja, die kann man auch, man kann auch irgendwas beschwören oder die braucht man dann auch bei dieser Beschwörung. Und die kann man auch aufstellen als Dekoration. Beziehungsweise kann die zerstören und kriegt dann ein bisschen Chitin, Keratin und Stein zurück. Das ist dann vielleicht sogar die sinnvollere Sache. Ja, also so super viel habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe 3 davon, 2 davon. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie weit der Kollege hier ist. Bewusstlos ist alles klar. Und hier haben wir 230. Weißt du was? Ich bin ja immer ungeduldig. Also fangen wir mal an und packen das da mal rein. Nehmen wir das mal. Das ist wahrscheinlich eins gleich spoilen. Und drip rein da. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel der ist. Wow, 7,4%. Das dauert ein bisschen. Och, und da ist schon wieder 40, 50 vermutlich, oder? 50 Essen. Gucken wir mal kurz. Was ist da jetzt? 29%. Ein Drittel. Also Leute, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird nicht nur ein bisschen dauern, das wird noch richtig lange dauern. Nee. Wahrscheinlich erst bei 4110. Das wird noch eine Weile dauern. Da könnte ich fast noch gucken, ob ich noch ein bisschen Prime Meat besorge, also Filet besorge. Ich denke mal 50 ist das, oder? Gucken, dann müsst ihr gleich essen. Ja, 37%. Das wird noch dauern. Und da die Folge insgesamt jetzt auch schon recht lang ist, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nämlich dann, wenn der fertig ist und dann an der Basis vermutlich. Ja. Also ich glaube hier, so meine Einschätzung ist hier ist wahrscheinlich mit das friedlichste Stück Fleckchen auf der Erde, bis ich es gesagt habe und dann kommt irgendwas um die Ecke, aber so ist das halt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, ich habe es hinbekommen, ja, und muss jetzt nur noch hier die Zähmung abwarten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!